Hallöchen, ihr habt ja jetzt schon sehr lange wieder kein Video von mir gesehen. Ich guck mal nach, wie lange das eigentlich schon her ist. Ja, bald 2 Monate. Ja, so bald 2 Monate habt ihr ja nichts mehr gesehen. Heute will ich was umbauen. Zumindest versuchen umzubauen. Ihr seht hier schon ansatzweise was. Und zwar die Kiste hier. Da habe ich ja mal ein Video drüber gemacht. Wenn ich dran denke, verlinke ich es mal oben irgendwo da in der Ecke. Da hatte ich ja gemessen, dass da nur 18 Volt anstatt 24 oder was das waren rauskommen hier. Hier steht ja drauf 24 Volt 80 Watt. Und das hat sie ja nicht. Das ist jetzt aber nicht das Entscheidende, warum, wieso, weshalb ich das umbauen will. Das andere Ding ist ja mit dem Motor da drin, dass der über zwei Lastwiderstände geregelt wird. Und ich habe jetzt hier noch so zwei von diesen Dingern, Step Up, Down, keine Ahnung, weiß ich nicht. Jedenfalls 24 Volt rein und 12, 15, was weiß ich, was Volt wieder raus. Zweimal, ich denke mal, weil ich 5 Volt extra machen muss. Als Netzteil habe ich auch schon mal irgendwann gezeigt, das hier. Ich zoome mal ein bisschen drauf, dann kann man es besser sehen. Das Wago-Netzteil Input-Output Adjust DC-OK und hat halt 24 Volt, 4 Ampere, DC 24 Volt, 5 Ampere, also maximal 120 Watt, ich denke 100 Watt. Das werde ich da versuchen einzubauen. Das hatte ich auch schon mal irgendwo in irgendeinem Video gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob es online ist. Die Hutschienen-Montage-Klammer-Gedönse hier, das werde ich wohl abschrauben, weil das werde ich nicht brauchen. Ich muss erstmal gucken, ob das überhaupt reinpasst. Ich denke mal schon, weil so von der Größe her da so drauf, gucken, ob das klappt. Passt das unten rein, aber da ist ja die Pumpe, das müsste ja dann so da rein und das passt von der Seite her mäßig auch da irgendwie, wird schon irgendwie passen. Wo was nicht passt, wird passend gemacht. Ihr kennt mich. So, ich werde jetzt erstmal die Kiste auseinanderschrauben und gucken. Für die Regelung. Genau, da habe ich was vergessen. Muss ich nämlich gucken, ob das hinhaut. Ich habe mal von vor 2, 3 Jahren von einem 3D-Drucker-Kollegen das Ding hier gekriegt. Das ist ein, ja, in dem Sinne ein MOSFET zum Schalten. Müsste alles eine Minus sein. Und das andere die Steuerung. Der Plus. Hier ist die Steuerung drauf. Was steht hier? Signal. Das ist Signal und dann Plus, Minus, dann. Ja, das müsste passen. Muss ich gucken. Ich glaube, der schaltet. Was schaltet der denn? Der schaltet den Plus. Ich hoffe, dass das hinhaut von dem Signal her. Ob das so hinhaut, wie ich mir das denke. Ich muss mal gucken. Ich habe es nicht ausprobiert, ich weiß es nicht. Wenn das nicht geht, lasse ich das Ding mit dem Originalnetzteil und mache nur den Motor mit Lüfter über ein Step Down oder Step Up oder wie auch immer hier. Dass die Spannung direkt anliegt. Werden wir mal sehen. So, dann bis nachher gleich. Ich schraube erstmal auseinander. So, jetzt habe ich die Kiste erstmal offen. Ja, Netzteil ist schon mal ein Stück größer, aber es würde so reinpassen und es würde auch so passen. Vielleicht passen sogar die Schraubenlöcher. Ne, 2 Schraubenlöcher, ja. Müsste ausreichend sein. Müsste ich mal gucken, wie ich das einbaue. Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, was war jetzt hier was. Ich habe hier
gelb und grün auf die Frontplatine und ich habe hier rot und schwarz auf die Platine. Was ist jetzt was? Oh, das kriegen wir eigentlich raus, wenn ich da Strom drauf gebe und einfach mal gucke. Wenn das Display ausgeht, habe ich ja schon mal die Stromversorgung. Gucken. Ein Wort noch, ne? Mach das nicht nach. Lass das nicht hier machen. Wegen 230 Volt, das kann euch eben umbringen. Kann, muss aber nicht. Aber in den meisten Fällen tut's das. Und ich denke nochmal den Ton. Die Lampe muss man erstmal raus. So. Ich denke mal, man sieht noch was. Das geht an. Error, bla bla bla, ja. So, jetzt ziehe ich mal hier grün-gelb raus. Grün-gelb leuchtet noch. Schwarz-rot leuchtet nicht mehr. Gut. Also ist das die Spannung Netzteil. Wollen wir mal gucken, was da für eine Spannung kommt. Schätze mal 5 Volt. Außer der hat da noch einen 5 Volt Regler drauf. Und der Lüfter geht dann auf die Ketten. Ich glaube, den brauche ich gar nicht. Den kann ich abklemmen. So, Spannung. Ja, ja, könnt ihr da sehen. Da, ne? Volt. Wie macht der denn da trocken? Das ist doch, das ist nicht euer Ernst, oder? Was haben wir da drauf? Ein. GB irgendwas. 78L05. Wollt ihr mir jetzt ehrlich sagen, ihr geht mit einem 78L05 an 18 Volt ran? Ist das euer Ernst? Plus 20 Volt DC kann das Ding aushalten. Absolut Maximum Input Voltage 500. Nee, sorry, das tun wir ändern. Das tun wir abändern. Da gehen wir dann mit, was weiß ich, 8 Volt oder was rein. Das müsste ausreichend sein. Ja, mit 18 Volt auf dem 5 Volt Regler. Nee. Sorry, das ist mir zu heftig. So, wie kann ich jetzt das hier messen? Ich schraube mal vorne das Display runter und schau mal, wie er das regeln tut.
Ja, bitte den Strom auch vorher wieder rausziehen. Wie hatte ich das denn hier? Der Schlauch ist da. Kann ich da irgendwas erkennen? Nee. Aber ich glaube, ich kriege den. Das Display. So rausgeschraubt. Ich hoffe, dass das hinhaut. Das habe ich ja noch gar nicht mitgekriegt, dass die 18 Volt auf die Platine. Ich habe gedacht, das Netzteil gibt mehrere Spannung raus. So, das ist jetzt hier angedingst. Und da unten. Über eine Diode. Und das andere hier müsste Masse sein, wa? Ihr könnt jetzt nicht viel erkennen, das ist mir klar. Aber regelt der jetzt auf positiv oder auf negativ? Ding drinne. Das ist negativ, ne? Da. Das ist der. Und das müsste nämlich der MOSFET im Netzteil sein. Welchen nehmen wir denn? Das ist einmal der und einmal der andere. So. Schwarz ist der in der Mitte, dann ist das Minus. Geht auf Minus. Und Gelb ist Minus und Grün ist okay, der geht mit Masse und dann auf Plus. Ich glaube, der regelt auf positiv. Sonst muss ich da noch eine kleine Inverterschaltung basteln. So, nehmen wir erstmal das Netzteil da raus. Machen wir das erstmal ab hier. So. Das ist die Widerstandsbox. Und das ist der Schalter dazu. Gut, dann geht hier nämlich Plus und Minus rein. Wo auch immer Plus und Minus ist. Können wir ja gleich sehen. Das war die blöde Box hier, ne? Die war von außen geschraubt. Das hat wieder nicht. Komische Widerstandsbox da, aber das ist doch. Die sind nämlich Pillepalle. Irgendwer meinte, ich hätte sie falsch zusammengesteckt.
bei dem einen Video. Es war aber richtig. Ich hatte nochmal das Video extra geguckt. Also, die ist schon richtig zusammen. Also wieder angesteckt worden von mir. Der Lüfter hängt nämlich auch mit über die Widerstände. Der hängt nämlich nicht direkt auf 24 Volt. War nämlich schon von Anfang an so. Dass der Lüfter nämlich auch in die Knie ging, wenn der Motor anging. Also wenn ich den an der Pistole da zum Absaugen gedrückt habe. Aber wieso ging ich das jetzt hier nicht auf? Geh doch mal auf da. Ach, wisst ihr was? Ich mach da jetzt kurz einen Prozess. Ich brauche die Box sowieso nicht mehr. Geschnitten und gut ist, wieder egal. So, 2,5 Watt Widerstände, 1 Ohm oder 1 RJ. So. Wenn das nämlich der Lüfter ist und Plus geht dahin, geht Plus dahin. Plus. Und über den Minus wird geregelt. Aha. Motor Plus. Warum gingst du rein? Motor Plus ist. Also wenn der Lüfter Plus Minus richtig rum hat. Dann ist der gestrichelte hier Plus. DC von DC 24 Volt. Wohl. Ja, ist egal. 24 Volt. Wenn der richtig rumdrehen sollte, habe ich die Kabel hingesteckt. Kabelsuch. Irgendwo. So, hier ist der rote, jetzt der blaue. So, der rote ist blau. Und der grüne ist schwarz. Müsste plus minus sein. Ja. Dann ist der gestrichelte Plus. Das waren jetzt nur 7 Volt oder 7,5 Volt. Gut, ich sollte mal das Display wieder hier reinschieben und zumindest jetzt mit einer Schraube fixieren. Netzteil kann ab. Das ist die Erdung. Ich versuche das jetzt möglichst so zu machen, dass ich hier zur Not das auch wieder zurückbauen kann. So, das sind die dicken Leitungen für die Heizung. Weil die am Schalter da muss ich die halt wieder später zusammenlöten. So.
Netzteil raus. War eine mit Fächerscheibe. Das hier gemacht oder war das jetzt schon so? Muss ich noch mal gucken. Das war einpolig geschalten. Zweipolig. Ich glaube, das war ich. Ich hatte das hier, glaube ich, abgeschnitten. Das nämlich auch. Und zwar an den Lötstellen. Das ist auch noch. Ich hier mit den Lötstellen. Oder mit der einen Lötstelle. Ist das hier? Ist hier eine Lötstelle zwischen? Keine Ahnung. Schneid ab. Output 18 Volt, 12 Ampere. Da steht's drauf. Bis 250 Volt. Mhm. So, und der MOSFET, der war da. Ich hatte es ja aufgehabt. Ich nehme das mal raus. So. Ein gutes Wago-Netzteil, also das hatte ich, glaube ich, hatte ich ja schon gesagt, hatte ich, glaube ich, schon gezeigt gehabt mit, ich glaube, Nichicon-Kondensatoren oder wie das war. Ich weiß das jetzt nicht mehr, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. So, und das wollte ich denn einbauen. Könnte jetzt recht eng werden. Das klappt so nicht. Und so rum. Das ist jetzt eine Schraube. Muttern. Das ist doof. Die stören ein wenig.
Soll ich die hochbiegen? Soll ich das versuchen? Biegen wir sie ein wenig nach oben. Scheiß drauf. Hauptsache, das Netzteil passt hier rein. Gucken. Das sieht gut aus. Andersrum. Wird das was werden? Könnte was werden. Mal gucken, ob das so lochabstandmäßig klappt. Das zumindest auf einer Seite. Jetzt so rum reinbauen. Ja. Das sieht doch schon mal besser aus. Klappt so. Meine Pumpe da. Gummi ist irgendwie ein bisschen im Weg. So. Das passt. Jetzt was der hin hat. So. Einmal. Einmal. Das klappt. Das passt. Nur noch mit dem Sound. Nur noch mit dem Grauen müsste ich was tun. Klappt doch. So, aber die Kabel hier am Rand, die bin ich jetzt nicht so begeistert von. Mist. Der Schalter ist das 2 mm? 1 bis 2 mm zu lang, zu weit draußen. Oh, verdammt. Das ist doof. Das passt da so schön rein.
passt da so schön rein. Und nun? Kann ich das so lassen? Ja, kann ich so machen. Dann ist das eben unten nicht ganz so gerade. Die Ecken sind abgerundet. Das passt schon so. Dann schrauben wir das hier wieder zu. Passt so, ist okay so. So, dann PE kann ich da reinstecken. L und N passt auch rein. Output passt. Das müsste sogar ohne Ladeendhülsen gehen, ne? Jo. Darf ich sogar ohne AD-Enthülsen machen. Und warum darf ich das? Weil das Federkontakte sind. Müsste sogar passen für beide. Und der ist ein kleines bisschen zu kurz. Ist ja nur PE, ne? Ja. Der PE hier, der ist gar nicht mal so arg wichtig. Wichtiger ist der hier. Ja, jetzt weiß ich wieder. Jetzt schreien wieder welche rum, bla bla bla. Und ich dürfte das so nicht. Und Leute, interessiert mich nicht. Das ist mein Gerät. Da mache ich das, wo ich das möchte. Ist dran, ist auch dran. Der geht nur auf den, der PE geht nur auf den Ring hier, auf das Kabel.
Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt durchgeht bis nach draußen. Also geht nur hier drauf, der PE. Der hier. Ist nicht so schlimm, oder? Nee, das passt schon. Das ist China. Das ist nicht deutsch. Rot als Faser. Das ist okay. Den N noch. Den L. Das ist verbunden. Ja, ich weiß, ihr kriegt wieder die Krise. Jetzt gehe ich mal hier von Metallteil innen. Geht. Von da außen geht auch. Geht. Geht. Und der geht auch. So, von dem auf L. Passiert nichts. Und N oder N und L irgendwie vertauscht, passiert nichts. Vielleicht da noch mal. Nochmal auf Ohm. Passiert nichts. Passiert nichts. Dazwischen 260 Kilo Ohm. So. Jetzt mache ich da Spannung drauf. Das Ding ist auch abgesichert. So, das ist an. Sollte ich hier zwischen Spannung messen. 24,2. Könnt ihr das überhaupt sehen? 24,2. 24,2. Komme ich mit dem? Stellen wir den mal auf 23 Volt. Das passt. So, dann mache ich kurz Pause. Ich komme, bin dann nachher gleich wieder zu sehen. Ich muss mir jetzt erstmal ein paar Gedanken machen. Hallöchen, bin wieder da. Ich habe jetzt hier erstmal was gebaut, und zwar erstmal versorge ich das Display extern. Und wollte gucken, wie dann das Signal aussieht, was er rausgibt. Jetzt sagt er Temperatur, blablabla, Weight Error. Hier habe ich die Signalleitung, ich habe hier das Grüne genommen und ein Messer mit Taskop.
Und hier ist das Oszilloskop dazu. Dann habe ich ja gezeigt, dass ich mir das immer gebaut habe. Jetzt mache ich mal nur den Stecker rein. Da ist ja jetzt nur erstmal gar nichts. Er sagt 25 Grad, Heater on. Macht ein PWM auf Schluss. Strich ist links. Ja, müsste ein PWM auf Plus machen mit etwa 2 Volt, 2,5 Volt in etwa. Und 343 oder 344 Kilohertz. Ich kann das jetzt leider nicht beeinflussen, wann er denn aufgeheizt und so weiter, weil da komme ich nicht hin. Er sagt jetzt halt Heater on, also er müsste positiv gehen, funktioniert also. So, darum habe ich jetzt auch mal eben ganz schnell einfach mal so ein Oszilloskop. Nur mal schnell zum Gucken. Also dafür ist das Ding völlig ausreichend. So, Spannung. Wie gesagt, ich gehe jetzt mit 7,5 Volt rein und nehme 30 mA auf. Mit dem Licht und dem Display und alles. Und wenn ich da jetzt mal kurz den Taschenrechner raussuche. Was sind das? Was waren das? 18 Volt, ne? 18 minus 5 mal 0,03 Ampere. Es sind das 0,4 Watt, die er da verheizen muss. Na, ist nicht so schlimm. Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ob das hinhaut, weil ich habe jetzt den ein Step-Up-Down-Gedönse-Rüdel da hinten drinne. Das ist diese Widerstandsbox, habe ich einfach mit zwei Schrauben, habe ich das Ding da reingeschraubt und da hinten ran. Das passt so. Müsste ich ausprobieren, ob das hinhaut, wenn ich den hier auf, was sagte der Motor bei, ich kann ja mal Saft drauf geben. Ich gebe mal Saft drauf, 12 Volt. Das sind 2 Ampere. Nicht so viel. 13 Volt. Ja. Wenn ich den jetzt auf 13 Volt einstelle, müsste es hinhauen. Der Motor läuft ja nicht ständig. Der läuft ja nur, wenn ich drauf drücke, wenn ich absaugen will. Das könnte ich ausprobieren. Dafür ist das Kabel aber jetzt nicht lang genug. Das schon. Nur das nicht. Das müsste ich verlängern. Das mache ich dann gleich. Da verlängere ich dann halt einfach die zwei Kabel. Kabel habe ich hier. Oh, so ein bisschen schwarz-weiß-rot. Naja. Rot mit rot, mit schwarzen Strich dran. Habe ich hier noch ein kürzeres bei? Oder muss ich einen neuen anfangen? Ja, muss ich einen neuen Strang anfangen? Fangen wir mal einen neuen Strang an. Einfach nur mal testweise, ob das hinhaut.
Aber für den MOSFET, da müsste ich jetzt noch einen Platz finden. Ja, nicht wunder, mit dem Silberdraht, da hatte ich mal was ausprobiert. Hinter Minus geht durch. Plus. Und Signal, das müsste hinhauen. Müsste ich schauen, ob das wirklich so hinhaut oder nicht. Ich meine, 2,5 Volt geht, weil man das Ding auch mit 3,3 Volt auch schalten kann. Gut, ich probiere es jetzt mal kurz aus. Wie war das jetzt? Das ist Ausgang, das ist Eingang, ne? Ich habe zum Glück noch einen. Den habe ich jetzt so rum. Das ist Input. Input plus ist oben. Gut. Minus ist unten. Probiere ich das mal aus. Teste ich mal aus mit dem Netzteil. Ob das, wenn ich den Motor starte, ob hier die Anzeige flackert oder ob ich da wirklich extra Spannungsdings für haben muss. Gut, dann sehen wir uns nachher gleich wieder. So, Hallöchen, da bin ich wieder zurück. Ich habe hier schon halbwegs alles verkabelt. Das hier ist nachher für die Heizung, für das Heizelement. Das schließe ich noch nicht an. Ich habe jetzt da halt den Step Down Regler, ja, nicht Step Up, Step Down. Auf ungefähr 15 Volt ungefähr. Damit versorge ich auch das Display, das geht hier vorne direkt ran. Ich wollte jetzt nicht nochmal ein, wo habe ich ihn, noch so einen reinsetzen, weil die können bis 5 Ampere, ein bisschen überdimensioniert für 30 Milliampere. Den will ich dann für was anderes benutzen. Aber hier ist der ganz gut, weil der Motor zieht doch schon so seine 2-3 Ampere teilweise. Komischerweise geht der Strom runter, wenn ich vorne zuhalte und der ein Vakuum gesaugt hat. Also wenn er frei dreht, zieht er mehr Strom. Warum auch immer. Dann den MOSFET habe ich hier mit ans Netzteil geschraubt. Hier dran. Der geht hier ran, da ist ein Stück Plastikfolie zwischen, dass das eine Band hier nicht ans Gehäuse kommt. Anders ging es nicht, ich habe keinen anderen Platz dafür gefunden. Großartig. Wie gesagt, das schließe ich nachher an. Wir schließen das jetzt mal kurz an Strom an und gucken, ob das überhaupt hinhaut. Mit einem externen Netzteil hat es alles hingehauen. Jetzt müsste es nur noch mit dem Netzteil hinhauen. Gehen wir da mal Saft drauf. Und schalten es mal ein. Piep. Wait. Ja, das Display habe ich jetzt leicht schief drin. Ne? Ist auch egal. Macht nichts. So, ich schließe jetzt mal an. Wo ist er denn jetzt? Da. Den hier. Stecke ich da jetzt erstmal noch rein. 25 Grad, Heat on. Er kann noch nicht heizen. Ich habe den Lüfter draußen. Upsa. Ja, Warnung, es wird laut. Es haut hin. Und das Display bleibt an. Das ist wunderbar. So, jetzt will ich das mit der Heizung ausprobieren. Schließe ich mir noch die Heizung an. Ja, jetzt habe ich ihn ausgeschalten. Mach mal Strom weg. Jetzt klemme ich mal die Heizung drauf. Minus. Das Gute ist, ich habe hier viel von diesem, also ein vierer Klemmblock. Kann die Heizung extra anschließen. Ich ziehe
aber mal die Pistole raus. Ich mache es jetzt ohne. So, er ist an. So, Pistole so, dass sie nichts anschmuggelt. Stecken wir sie mal rein. Ich hoffe, das klappt. Wie schnell der denn aufheizt. Wenn er denn aufheizt. Es heizt auf. 50, 57, 63, 69, 75. Ja, fängt an zu dampfen. Frage ich mich jetzt allerdings, warum geht das so langsam? Das war vorher nicht so langsam. Einmal Spannmesser. Das sagt, die Pistole ist auf 270. Wahrscheinlich sind das nicht genug Volt. 20. War bestimmt auf PWM. Jetzt sollte er eigentlich nicht mehr heizen. 388, 390, wait, 393, 394. Error. Er überheizt. Minus 0,22, 15 Kilohertz, 1,4 Megahertz. Habe ich mir das doch schon fast gedacht. Ah, Manu. So, Masse kriege ich jetzt von 84 Grad. Ich brauche eine Masse. Einmal Minus, bitte. Sollte so funktionieren.
Na, ich geh an. Da ist jetzt nix. Sollte jetzt ausgehen. Warum? Kein Signal drauf, aber er heizt hoch. Ist der kaputt? Kann er nicht kaputt sein. Der war heil. Kein Signal bedeutet, er ist eigentlich aus. Kühl ich mal ab da. Also wenn da kein Zinn an der Spitze ist. Nochmal Zinn drauf. Das wird die kaputt oxidiert. Ist nicht schön. Nein, der hat keine Verbindung zum Gehäuse. Der MOSFET, da braucht ihr keine Angst haben. Ist nicht vorhanden. So. Jetzt nochmal. Er öffnet. Also die Puls, die Duty Cycle wird immer größer. Jetzt wird er wieder kleiner. Jetzt ist wieder aus, aber trotzdem heizt er noch. Also die Regelung funktioniert, bloß der MOSFET haut nicht hin. Das ist blöd. Was mache ich da jetzt? Ja, so, jetzt spreche ich hier mal neu nach. Der MOSFET ist durch. Ich habe dann den MOSFET aus dem anderen Netzteil ausgelötet, da auf die Platine gelötet und den habe ich dann auch getötet, der war dann auch kaputt. Dann habe ich noch ein SMD-MOSFET drauf gelötet, damit hat es dann hingehauen, bis ich ihn wieder getötet habe. Und jetzt habe ich keine MOSFETs mehr. Ich habe jetzt erstmal MOSFETs bestellt, das war jetzt hier Teil 1. Und Rest sehen wir dann in Teil 2. Deswegen breche ich hier das Video auch ab. Das wird sonst viel zu lang, weil was soll ich da noch großartig zeigen? Es bringt nichts weiter. Dann sehen wir uns im zweiten Teil wieder. Bis dann.